Hallo mein Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mal mit euch Würstchen im Pizzateig machen. Dazu machen wir es uns ganz einfach. Und zwar braucht ihr eine Rolle fertigen Pizzateig. Den schneiden wir uns jetzt in Stücke. Und zwar müssen die Stücke so groß sein wie unsere Würstchen, weil wir die Würstchen dann einpacken müssen. Ihr nehmt am besten ein Würstchen, legt es auf den Pizzateig und schneidet dann großzügig drumherum. Dann legt ihr das Ganze auf ein Blech, was ihr vorher mit Backpapier belegt. Dann gebt ihr etwas Senf oben drüber und etwas Ketchup. Und bestreuen tut ihr das Ganze mit ein paar Röstzwiebeln. Jetzt packt ihr das Würstchen schön ein. Und so verarbeitet ihr den restlichen Teig dann genauso. Dann backt ihr die Würstchen im Pizzateig bei 200 Grad ungefähr 15 Minuten. Und so sehen die fertigen Würstchen im Pizzateig aus. Ich schneide sie jetzt mal durch, damit ihr auch mal seht, wie das von innen aussieht. Und so sieht das Ganze von innen aus. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!